Hallo zusammen, ein neues Video von eurem Lieblingsmonty steht an. Ich habe euch ja im obigen Video zum Nvidia Pascal versprochen, euch auch weiter auf dem Laufenden zur neuen GeForce Generation zu halten. Und dieses Versprechen will ich natürlich nicht brechen. Vor kurzem hat Nvidia ja offiziell die neue GTX 1080 vorgestellt und auch einige wenige Infos zur 1070 bekannt gegeben. Beide basieren ja auf der neuen Pascal-Architektur, haben aber mit dem GP104-Chip, wie von mir angekündigt, natürlich jetzt nicht den übergroßen Vollausbau mit über 600 Quadratmillimeter, sondern sind deutlich kleiner. Ich bin mir aber sicher, dass es genauso laufen wird wie in der aktuellen Generation und erst die 1080 Ti oder eventuell sogar nur die Titan den großen 610 Quadratmillimeter Brocken spendiert bekommen. Eins kann ich aber übrigens schon mal vorweg sagen, ich bin ja immer sehr zurückhaltend mit meiner Begeisterung bei solchen Ankündigungen, aber die technischen Fakten sind wirklich absolut beeindruckend und haben mich doch sehr positiv überrascht. Ja, aber gucken wir uns das Ganze doch einfach mal etwas genauer an. Zur Info gebe ich übrigens auch noch die bekannten Daten der 1070 mit an, werde diese jedoch nicht weiter berücksichtigen. Da der GP104 ja nur halb so groß wie der GP100 ist, passen logischerweise auch nur halb so viel Transistoren drauf. Daher sind es hier nur 7,2 Milliarden. Dies war aber mit dem Mainstream-Chip eigentlich genauso zu erwarten und ist keine große Überraschung. An CUDA-Cores bzw. Shader gibt es genau 2560 an der Zahl. Weniger als die 89 Ti, aber natürlich mehr als die 89 mit nur 2048 CUDA-Cores. Hier hatte ich sogar mit etwas mehr gerechnet, aber die 2560 ist im Groben jetzt auch keine Überraschung. Ja, die große Überraschung, zumindest für mich, folgt erst jetzt. 1607 MHz GPU-Takt als Basis und 1733 MHz Boost-Takt. Ich habe ja im letzten Video schon gesagt, dass der Takt der Tesla-Karte schon ungewöhnlich hoch war und habe mit hohen Taktraten auf jeden Fall gerechnet. Aber solche Zahlen habe ich nun wirklich nicht erwartet. Wenn der GP104 genauso gut übertaktbar sein wird wie die aktuelle Generation, sollten eigentlich 2 GHz bei den meisten Karten locker machbar sein. Das ist wirklich mal eine richtig geile Hausnummer und aus diesem Grund ist auch die angegebene Rechenleiste von 9 Teraflops eigentlich realistisch, aber trotzdem überraschend hoch. Diese hohe Rechenleistung wird aber auch durch den extrem hochtaktenden Speicher möglich. 8 GB DDR5 XRAM sind verbaut. Dieser läuft mit wahnwitzigen 5000 MHz. Das heißt, effektiv sind das 10 GHz. Das Übertaktungspotenzial ist natürlich noch nicht bekannt. Ich bin wirklich sehr gespannt, was da noch rauskommt. In Verbindung mit schätzungsweise 2 GHz des GP104 könnte es leistungsmäßig so richtig krachen. Der Speicher ist zwar nur mit 256 Bit angebunden, aber eine Speicherbandbreite von 320 GB für Nicht-HBR-Speicher ist schon ein Wort zum Sonntag. Und als Anschlüsse gibt es natürlich auch noch ein paar Videoausgänge. DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 und DL-DVI sind an Bord. Ja, und die ganze Karte soll nur gemütliche 180 Watt TDP verbrauchen, daher ist auch nur ein 1x8-Pin Stromanschluss nötig. Die Stromrechnung wird es danken. Ja, und dies ist natürlich nur aufgrund der neuen Fertigungstechnik möglich. Lässt im Gegenzug aber auf extrem hohe Taktraten bei gut bestückten vielphasigen Custom-Karten hoffen. Ich selbst bin ja jetzt kein Hardcore-Übertakter, aber ich bin wirklich so gespannt auf die ersten Overclocking-Ergebnisse bei der 1080 wie bisher eigentlich noch nie. Ich kann es kaum erwarten, eine Karte in den Händen zu halten. Dies wird mit ca. $599 jetzt ohne Steuern aber ein sehr teures Vergnügen werden. In Relation zu den aktuellen Preisen der 89 Ti ist der Preis aber relativ fair, wenn die 1080 die 89 Ti tatsächlich locker abhängen sollte. Termin ist übrigens der 27. Mai 2016. Wenn man jetzt das neue Chipdesign, den feineren Herstellungsprozess, den schnelleren Speicher und das optimierte Platinenlayout mit kürzeren Signal- und Übertragungswegen zugrunde legt, könnte uns wirklich seit Jahren mal so ein richtiger Knaller bevorstehen, der deutlich mehr als die ja eher traurigen 20-25% mehr Leistung im Gegensatz zur letzten Generation bieten wird. Und dies wird wohl auch tatsächlich so kommen. Ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass die 1080 die bisherige 89 Ti locker hinter sich lassen wird. Ich rede hier aber natürlich vom Referenzdesign mit Standardtakt. Apropos Referenzdesign, was hat sich Nvidia denn bei dem Kühler nur gedacht? Ja okay, Design ist ja immer Geschmackssache und er wird sicherlich auch vielen gefallen, aber ich finde den Kühler optisch jedenfalls fürchterlich und bevorzuge hier klar die aktuelle Generation der Referenzkühler. Ja und was gibt's sonst noch so zur 1080 zu berichten? Ein bisschen was gibt's noch. Nvidia hat nämlich auch noch ein neues Feature namens Simultaneous Multi-Projection vorgestellt.
Dieses Feature ist technisch wirklich interessant, aktuell allerdings nur für Multi-Monitor-Zocker zu gebrauchen, die bisher das Problem einer verzerrten Darstellung an den äußersten Rändern des außenstehenden Monitors hatten. Technisch will ich das Ganze hier aber jetzt gar nicht groß ausführen, da ich meine Videos möglichst für alle verständlich halten will. Aber mit diesem Feature werden alle Viewpoints nun 100% korrekt berechnet. Man kann die Monitore nun je nach Aufstellwinkel im Treiber kalibrieren, also entsprechend anpassen. Absolut klasse, aber leider aktuell nur für die wenigsten User zurzeit nutzbar. Trotzdem toll, dass sich Nvidia auch einen Kopf um solche Dinge macht. Aber wer jetzt so ein bisschen mitgedacht hat, wird sich sicherlich schon denken können, dass dieses Feature doch sicher auch für Virtual Reality nutzbar ist. Denn dieses Feature wurde sicherlich auch hauptsächlich dafür entwickelt. Die VR-Performance der 1080 soll entsprechend hoch sein. Ich betone hier aber klar das Wort soll. Denn wenn ich schon solche Zahlen auf der Nvidia-Seite wie dreimal mehr Performance lese, bekomme ich schon das pure Kotzen. Ich hasse so übertriebenes PR-Gewäsch. Aber dass Simultaneous Multi-Projection VR deutlich beschleunigen wird, davon bin ich trotzdem voll überzeugt. Inwieweit das jetzt funktionieren wird, werden wir in naher Zukunft ja sehen. Es wurden übrigens noch weitere Dinge wie VRWorks Audio und Ansel vorgestellt, aber beides steckt noch in den Anfängen und wurde eigentlich relativ wenig dokumentiert, daher lasse ich diese Punkte erstmal außen vor. Ja, und viel mehr gibt es jetzt auch noch gar nicht zu berichten. Ich jedenfalls bin sehr überrascht von den Daten und erwarte da noch einen recht großen Leistungszuwachs. Wir sind sehr gespannt und sobald ich eine 1080 in die Finger bekomme, werde ich einen Test auf euch loslassen. Ihr dürft schon mal gespannt sein. Und bis dahin noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Ich wünsche euch was, bis dann, euer Monty.